Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Evo. Hola, ihr Lieben, ich habe im Hintergrund irgendwie so eine Störgeräusche. Fragt mich nicht, was das ist. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in dem Genetik-Teil. Ich hatte jetzt auch gerade eine kurze Pause gemacht. Das heißt, ich musste gerade hier hinspielen. Deswegen haben wir noch einmal Benzin. Mich stört so ein bisschen... Vielleicht kann ich ja Mira auf einmal töten. Oder auch nicht. Gut, den haben wir. Habe ich beide? Nein, ich habe nur einen. Und der Junge lebt noch. Ach so. Okay, hat nichts damit zu tun. Ich wollte gerade sagen, und der Junge lebt noch. Ey, das geht ja gar nicht. Hier hatten wir auch noch ein Rätsel, was wir lösen mussten. Aber wir waren... Oh, ich habe den Hammer weggelassen. Ich trottel. Aber es müssten alle tot sein. Waren wir bei B7? Ich glaube, ja, Wohnanlage. Nein, der Handtuch-Typ. Ah, der wird uns jetzt die ganze Zeit nerven. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Code machen muss, den ich im Inventar habe. Ich kann nichts damit machen. So, dann wollen wir mal den Hammer hier reinpacken. Da liegt er gut. Den Code nehme ich einfach mal so kackendreist mit. Code benötigt. Oh, ich dachte, der steht gerade auf. Irgendwie sind hier die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Wo ich mir denke, da kommt gleich jemand auf mich zu. Was soll der Rotz? So, hier dürften wir eigentlich alle getötet haben. Kakerlaken. So, dann wollen wir einmal... Juck dir ein gleich in die Nase. Was war das? Oh, hier waren wir noch gar nicht. Stimmt, das letzte Mal, glaube ich, habe ich den Hammer vergessen. Und wir sind gleich geradezu rein. Kannst werfen. Meine Notizen wurden aktualisiert. Volt müssen wir also machen gegenüber. Ah, das ist ein Spiel. Zeremonie sind das. Muss wieder aufpassen, ich bin wieder auf einem anderen Bildschirm. Toll, dass ich jetzt wieder nach oben dackeln muss, um was aus meinem Inventar zu legen. Erforderlich. Ja. Oh, Gott! Kommt die Prinzessin her? Oh Gott.
Ruh dich aus, Schätzchen. Ach, schade, ich habe immer noch kein... Ach, stimmt, wir sind ja dann da reingegangen, weil wir hier das nicht wussten. Alter, muss das? Oh, 414. Ich drücke jetzt irgendwas. Irgendwann werde ich das haben. Nein. 300, jetzt 100 noch dazu. Da ändert sich ja gar nichts mehr. Oh, da ist eine drin. Ja, 414. Sein? Aber war doch 15! Nein! Trottel! Nein! Kann ich auf die 15 kommen? Ich glaube, hier die Anzeige so ein bisschen. Bis jetzt habe ich hinten keine 15 gesehen. Ich glaube, das hat auch absolut nichts damit zu tun. Ja, komm. Müsste ein paar Sachen weglegen. Es wird jetzt ätzend. Oder ich werd meine Runde hier nachgucken. Vielleicht habe ich hier irgendwo noch einen Speicherraum. Wahrscheinlich dahinter. Hallo. Du kannst leider nichts mehr einsammeln. Oh. Dieses gelegentliche Büb, was kommt, liegt nicht an mir. Das kommt irgendwie im Spiel immer vor. Okay, wir haben es auf jeden Fall hier. Geht doch. Mal ruf. Gut, Inventar voll. Läuft auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich... Das hört sich alles so komisch an und so basslastig. Ich hoffe, dass ich den nächsten Ort finde, wo ich speichern kann. Oder wenigstens Teil, wo ich meine Sachen reinlegen könnte.
Oh nö, okay, ich gehe nochmal zurück. Gisela ist wieder aufgewacht. Mich hier echt nicht auf eine 15? Ich habe das Gefühl, dass ich nicht auf eine 15 komme. Aber ich komme nicht auf die 15. Jetzt kapiere ich es. Oh nein, oder? Ah, ich glaube, ich checke es jetzt langsam. Ja, ich glaube, ich checke es. Gut, lasst mich mal kurz überlegen, wie machen wir das jetzt am besten? Gut, wir nehmen einfach mal. Die 4 nehmen wir. Dann nehmen wir mal die 1. Sind wir bei der 1? Nein, 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 kann ich ja nicht. Und wir nehmen dann So. Dann haben wir Spaß und wir nehmen mache ich das eigentlich so kompliziert? Ich habe keine Ahnung. Vier, eins. Hallo. Hi. Da freut sich einer. Und ich erst. Guck mal. Geht doch. Da hat er gut ein Loch im Kopf. Ich brauche ein Inventar. Ich brauche Inventarsplätze. Kann ich nicht aufheben. Was es auch immer sein soll. Ich habe hier sehr viele Sachen, die ich aufnehmen kann. Speicherdings. Und noch ein Messer? Dafür kommt jetzt nichts.
Gut, Blut haben wir und noch sehr viele andere Sachen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Alter, diese Büpp. Wahrscheinlich müsste ich das Spiel nochmal starten. Der wird eh... Nee, der ist tot. Den habe ich eliminiert. Der hat nämlich keinen Kopf. So, die 7 bitte. Sie nach oben dackeln. So. Dann wollen wir mal voller Freude das gute Ding zurückpacken. Das gute Ding zurückpacken. Das voll krass auch. Vielleicht werde ich noch mal kurz speichern. Denn wir bekommen ja noch eins. Mach ich einfach mal hier hin. So, eins bekommen wir ja noch. Der wird da auch irgendwann hier aufstehen. Der vollgekotzte. Die 3. Luft hier gerade irgendwas rum? Ey, diese... Leute, ich mache mal kurz Pause. Ich starte das Spiel jetzt nochmal neu. Bis gleich. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Hatte ich die Zeilen eigentlich schon die ganze Zeit oben rechts mit den FPS? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, der Ton ist immer noch da. Hat sich also nicht... Nein, oder? Ich wollte gerade sagen, die ersetzt nicht zu, oder? So, ein Schlüssel. Rostiger Schlüssel. Wozu brauche ich einen rostigen Schlüssel nochmal? Ach, ja. So, lass mich raten. Eine Sache können wir jetzt noch aufheben. Brauche ich unbedingt ein Messer? Erstmal nicht. Ich glaube, den Ton werden wir jetzt wirklich erstmal gar nicht. Los, ich weiß auch nicht. Ich muss da mal gucken, nachher gucken, ob ich die vorher hatte. Die Anzeige. Halt, nein, stopp. Alter. Kleiner Hund. Mir geht's gut. Nehme ich einfach mal und das nehme ich auch einfach mal. Nein, kann ich nicht. Ich bin so voll. 3 Stück schon wieder. Ja, yay, Schweinebacke. Geil, dann kann ich ja gleich wieder nach oben. Ich habe eine Waffe und ich werde sie einsetzen. Ich liebe es mit diesem Inventar, das ist so... Kann ich nicht ein paar Slots mehr haben? Ja, aber ja klar.
Mensch, der hat auch noch ein paar. Der hat auch ein paar Händchen frei. Ist das ein Hintern? Das ist ein Hintern. Ey, komm, die kann ich doch einsammeln. Ja, nein. Was ist, wenn ich das eine Ding ablege? Kann's werfen. Ach, die Tür ist auch eine Runde verklemmt. Und der erst recht. Oh. Okay. Warte, ich will mal kurz was ausprobieren. Wir nehmen mal... Ah, es liegt dann auf dem Boden. Auf dem Boden mit dem Pöbel. Ja, bringt mich aber gerade nicht besonders weit. Wartet. Dann nehmen wir einfach mal das. Dann werden wir das beides kombinieren. Wow. Also wir können die Sachen auf den Boden legen. Das ist schon mal sehr gut. Kann ich dich mit... Nein. Das ist auf jeden Fall auf dem Boden. Das finde ich sehr gut. Das ist ein gutes Teil. Da kann man hier wenigstens irgendwo das alles hinpacken und abholen. Einfach hier mitten in die Menschenmasse. Tote Menschenmasse. Komm, warte, dann können wir das erstmal wegpacken. Ach, dieser Ton. Den werden wir, glaube ich, auch erst mal nicht. Ja, ist er gut. Schlüssel Nummer 2. Aha. Harry Potter. 222. Vielleicht oben. Ach, das sind die Spanfutterteile. Notizen wurden aktuell. Was für Notizen? Ich glaube, das ist unsere. Ich glaube nicht, ne? Vielleicht doch. Die kann ich aber momentan. Die kann ich momentan nicht nehmen. Nein, bleib liegen. Vielleicht sollte ich speichern. Weil das sieht für mich nach Spinne aus. Okay, abgespielt. Und vielleicht hätte ich mit mehr Munition reingehen müssen. Wenn es gespeichert hat. Irgendwie will ich nicht. Gleich kommt eine Filmsequenz wahrscheinlich, weil wir hier nicht durchkommen. Es hat automatisch... Ach komm, wir wollen mal gucken. Oh. Hä? Okay. Ich durch. Okay.
jetzt verhindert, dass ich durchkomme. Ist ja tragisch, du hast ein Feuerzeug. Gut, wir haben aber einen Schlüssel 222. Das ist dann oben dementsprechend. Wo kommt die denn jetzt her? Da rennt sie. Ach, scheiße. Hä? Wo kam die denn jetzt her? Boah, die ist steht versteckt. Oder habe ich sie einfach kackendreist die ganze Zeit über sie? Kumpel, ich erschrecke mich jedes Mal vor dir, ne? So. Was haben wir eigentlich hier? Oh, geil, leere Hose. Okay. Das waren die nicht. Das waren die auch nicht. Bin ich voll? Ich bin sowas von voll. Na dann. Der schreckt mich jedes Mal vor diesem Ton. Raum 222. Na gut, lassen wir den erstmal nach oben dackeln. 222 wird garantiert oben sein. Ich wäre auch so ein guter Zombie. So, guten Tag. Dann wollen wir erst einmal. Voller Vorfreude. Die Dinger reinpacken. Dann hatten wir zwei von denen. Und der Rest wird alles schon Spaß. Ich glaube, speichern werde ich jetzt auch nochmal. Weil momentan haben wir sehr viel zum Speichern. Gott sei Dank. Und packen das hier rein. Gut. Aber meine Lieben, ich würde sagen, ich mache hier ein Folgenpäuschen. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.